Auf dem Hunsrück begann man Mitte Oktober mit den langwierigen Arbeiten der Flachsveredelung. Die Faserpflanze, die in 100 Tagen heranwächst, war hier in Hasselbach Anfang Oktober geerntet worden. Zum Nachreifen hatte man die faustdicken, an niedrigen Gestellen aufgereihten Bündelchen noch einige Tage draußen auf dem Feld stehen lassen, ehe man sie zu garbenartigen Bürden band, heimholte und in der Scheune zurechtlegte. Sobald die drängenden Herbstarbeiten neben der Kartoffelernte, der Feldbestellung für die Winterfrucht und der Rübenernte Zeit lassen, beginnt man auf der Tenne mit dem Flachsstreffen. Wenn auf den Bauernhöfen nicht genügend Helfer zur Verfügung standen, konnte man, wie hier, mit der Hilfe der Nachbarn rechnen. Ich hoffe, wer kommt da? Nur so. Ich will sie nicht mit. Die Letzte. Ja, Alma geht da mit. Ich dachte, Mutter hätte ja das schon gesagt. Als Arbeitsgerät dient die Streff, die aus einer Reihe dicht nebeneinander angebrachter, vierkantig geschmiedeter Eisenzähne besteht. In der Mitte der 2,50 Meter langen Streffbänke wurden zwei Zahnreihen so montiert, dass sie von den Sitzplätzen an den beiden Enden bequem erreicht werden können. Die spitz auslaufenden Zähne sind 24 cm lang und verdicken sich nach unten, sodass die Zwischenräume hier enger werden. Da zum Durchziehen der Flachsstängel ziemlich viel Kraft erforderlich ist, wird die Arbeit von Männern ausgeführt. Was sich zwischen den Zähnen abstreift, fällt in der Tennenmitte zu Boden. Die durchgekämmten Flachsbündel werden mit beiden Fäusten fest umspannt, damit sie sich in den Zähnen nicht auseinanderziehen. Den Männern auf der Streffbank sind Frauen zum Anreichen beigegeben. Mit großer Sorgfalt achtet man darauf, dass die Stängel nicht gegeneinander verrutschen. Beim Streffen kommt es darauf an, den Samenkapseln an den Halmspitzen und an den Wurzelenden die anhaftende Erde zu entfernen. Dabei werden auch die Verzweigungen abgerissen, sodass nur die geraden Stängel übrig bleiben, die die langen Flachsfasern ergeben. Die Flachshalme, mit denen die kleinen Bündelchen oder Hanfel auf dem Feld gebunden wurden, werden gelöst und beigelegt. Also da drin frisst man das ganze Ding aus den Händen raus. Die fertig gestrefften Bündelchen bleiben lose. Sie werden wieder zu Bürden zusammengelegt. Vom Vorrat im hinteren Teil der Tenne wird bei Bedarf Nachschub herangeholt. Wenn die fertige Bürde mit dem Erntestrick der neu herangebrachten zusammengeschnürt und beiseite gelegt ist, können die Männer weiter mit Rohflachs versorgt werden. Komm, mach nur einmal langsam, der Kind muss ja auch nicht die erste Stunde kaputt machen. Da. Ja, das müssen wir noch unten. Ja, das geht. Was gäbe dann das? Jawohl. Brauche dich noch. Ja.
Auf der zweiten Streffbank im hinteren Teil der Tenne sind ebenfalls zwei Männer beschäftigt, die einander gegenüber sitzen. Walter, erzähl doch mal ein bisschen, das ist ja so druckelarim. Ich weiß nicht. Beim Zusammenbinden der sauber gestrefften Flachshalme achtet man darauf, dass die Wurzelenden und Spitzen gut geordnet beisammen liegen. Im Unterschied hierzu sind die Rohbündel ziemlich wirr. Die Bollen enthalten den Leinsamen, den man beim Streffen gewinnt. Die Samenkörner müssen später aus den geschlossenen Kapseln herausgedroschen werden. Die Geselligkeit in den Nachbargemeinschaften hat bei der vielstufigen, bis in den Winter hineinreichenden Flachsverarbeitung immer eine große Rolle gespielt. Man verkürzt sich die Zeit mit Schwenken und Erzählungen. Ja, nun, pass auf, da war der Mann beim Doktor gewesen und ist untersucht worden. Ihr Puls ist so langsam. Ach, sah der Mann, das ist nicht schlimm, Sarah. Ich habe Zeit, Sarah, ich bin Rentner. Während sich die Spitzen verhältnismäßig leicht durchstreffen lassen, muss man bei den dickeren Wurzelenden die ganze Kraft der Arme aufwenden. Bei der Ernte muss der Flachs mit den Wurzeln ausgerupft werden, weil die Fasern hier ansetzen. Man sorgt auf diese Weise dafür, dass sie in voller Länge erhalten bleiben. Auch von den Bindehalmen, die hier gesondert angereicht werden, streift man die Samenböllchen herunter. Beim Streffen werden die Flachsbündel tief in die Zahnreihe hineingeschlagen und dann mit kräftigem Zug seitlich am Körper vorbei nach hinten herausgerissen. Wenn die Wurzeln stark verzweigt sind, macht es Mühe, sie durch die Zähne zu zwingen. Dabei werden die Seitentriebe entfernt. Durch wiederholtes Aufstoßen sucht man, die gegeneinander verschobenen Flachsstängel gleichzurichten, sodass sie mit ihren Enden übereinstimmen. Dies ist wichtig für die weitere Bearbeitung, weil es sonst nicht möglich wäre, die Bastfasern in gleichartig geordneten Strängen zu gewinnen. Die beiden Männer, die sich auf der Streffbank gegenüber sitzen, suchen die Arbeitsbewegungen im rhythmischen Zusammenspiel aufeinander abzustimmen. Bei den abgestrefften Nebentrieben am Boden, die als Flachsstroh zum Abfall gehören, sammeln sich die runden Samenkapseln. Der Ertrag des 1,5 A großen Flachsfeldes, das der früher hier üblichen Größe entspricht, kann von vier Männern an zwei Vormittagen durchgestrefft werden. Ja, ja.
kannst du gleich. Ja, mit der Wem und Schnapschorn. Ja, da glaube ich mal. Das letzte Bündelchen wird mit einem kleinen Umtrunk gefeiert, wie es bei gemeinschaftlichen Verrichtungen dieser Art auch heute noch Brauch ist. Ach, Mensch, Liesel, da hör ich noch mal dann noch was vor. Oh, hörst du noch was vor? Hast du noch so Pulver gemacht? Ja, hey, hör mal. Also, riecht ja vor, Mann. Soll ich mal noch halten? Oh, na komm, ja. Wart. Wer will auch? Ja, das machen wir selber klar, Also. Also schaffen wir dann mal drin, trinken oh, dürfen wir dann nicht. Mensch, guck mal, da ist ein Fisch drin. Schatz, geht mit. Prost. Walter, schenke ich dir noch eine. Ja, nein, klar. Ach, komm, mach doch keinen Unsinn. Trink noch eine. So, da, der Loch kannst du trinken. Bitte schön. Prost. Prost, mit mehr Zutigern da. Ja, mit der Schicht. Also. Wenn die Streffarbeiten beendet sind, schließt sich in der Regel das Dreschen an. Hierzu werden jetzt die Streffbänke beiseite geräumt. Wegen der Drescharbeit hat man die Tennen früher stets mit Lehmestrich ausgestattet. Der glatt gestrichene, oft mit Tierhaaren oder Ochsenblut vermengte Lehm ergibt einen festen Belag, der jedoch nicht starr ist. Sämtliche Reste werden in der Tennenmitte zum Dreschbett zusammengebracht. Im Gegensatz zu den langgereihten Aufschüttungen für den Getreidedrusch, die durch die ganze Tenne reichen, ergibt sich beim Leinsamendreschen nur eine kleine kreisförmige Lage. Ich will auch kaum dreschen. Komm, wir wollen anfangen. So, auf geht's. Nach dem vorsichtigen Andreschen findet man bald zum fließenden Rhythmus im Dreischlag. Die Kunst beim Flegeldreschen besteht darin, die keulenartigen Kilben dicht nebeneinander niederzubringen, ohne dass sie sich berühren. Dabei muss das ganze Dreschbett bestrichen werden. Um alle Stellen zu erreichen, lässt man die Flegel in mehreren Reihen über die Aufschüttung wandern. Es kommt darauf an, mit den genau waagerecht auftreffenden Kilben die Samenkapseln aufzuschlagen, sodass der Leinsamen herausfallen kann. Dies geschieht in 4 Dreschdurchgängen. Ja,
Nach dem ersten Durchgang muss das Flachsstroh für den folgenden gewendet und gelockert werden. Die Samenböllchen, die zwischen den Halmen hängen geblieben sind, fallen dabei nach unten durch. Auch die verhältnismäßig kurzen 6 Minuten währenden Durchgänge beim Leinsamendrusch sind ziemlich anstrengend. Beim Andreschen führt einer ohne besondere Vorkehrungen den ersten Schlag. Die anderen fallen sofort in der richtigen Reihenfolge ein. Beim Ausholen zum Flegelschlag vollführen die Kilben im höchsten Punkt eine Kreisbewegung. Sie sind mit Lederschlaufen an der Flegelrute befestigt, die beim Niederfahren in den Händen gedreht werden muss. Für die Schlaghölzer, die auf dem Lehmästrich der Tenne leicht federn, verwendete man in der Regel zähes Birkenholz. Jede Kilbe hat ihren eigenen Klang, der in der Schlagfolge genau herauszuhören ist. Das Ende eines Dreschgangs wird einfach durch einen besonders kräftigen Schlag angezeigt. Bevor man das Dreschbett erneut mit den Flegeln bearbeitet, räumt man das Flachsstroh ab, das mit den Gabeln sorgfältig ausgeschüttelt wird. Jetzt bleiben die Böllchen zurück, die schon einen Großteil des Leinsamens freigegeben haben. Was leicht läuft so rum. Die wäre ein bisschen feucht. Ja, wieder gut. Ja, wir schlagen drauf. Mit dem dritten Dreschgang geht es über die zusammengefegten Samenkapseln. Dass Frauen beim Dreschen helfen, entspricht der Gepflogenheit. Man zog alle Arbeitskräfte heran, die auf den Höfen zur Verfügung standen. Es war immer schwierig, wenn in einer eingedroschenen Mannschaft jemand ersetzt werden musste. Das gilt vor allem für den komplizierteren Vierschlag, der von 4 Personen ausgeführt wurde. Die Flegelschläge, die nun unmittelbar auf die Kapseln niederfahren, sind besonders wirkungsvoll. Die 6 bis 8 cm hohe Aufschüttung wird Stelle für Stelle so gründlich durchgedroschen, dass die glatten Samenkörner hoch herausspringen. Um sicherzugehen, dass keine vollen Kapseln übrig bleiben, schließt sich ein vierter und letzter Dreschdurchgang an. Hierzu schaufelt man das Dreschbett mit der hölzernen Worfelschippe um. Was bisher unten lag, wird auf diese Weise an die Oberseite gebracht.
So, fertig zum Dreschen. Auf zum Letzten. Dann dreschen wir aber noch einmal drin gedacht, wie wir wollen. Solange man hier in Hasselbach für den häuslichen Bedarf regelmäßig Flachs anbaute, das war bis Anfang der 30er Jahre, wurden die Dreschflegel zur Gewinnung des Leinsamens gebraucht. Zum Ausdreschen des Getreides hatte man damals längst Dreschmaschinen eingeführt. Wenn die Drescharbeit beendet ist, muss der Leinsamen gereinigt werden. Hierzu benutzt man zunächst das als Ährräder bezeichnete Rundsieb. Durch die kreisenden Bewegungen trennt man das Röpsel von den Samenkörnern und Kapselresten, die nach unten durchfallen. Was im kurzen Stroh hängen geblieben ist, wird mit den Händen durch die Maschen gestrichen. Der Leinsamen wird bis heute in den Familien als Heilmittel, zum Beispiel bei fiebrigen Erkältungen oder Blasenleiden, angewandt. Früher brauchte man ihn auch als Saatgut und zur Gewinnung von Leinöl. Die ausgepressten Leinkuchen aus der Ölmühle waren ein begehrtes Viehfutter. Im durchgesiebten Dreschhaufen, der an den Rand der Tenne geschaufelt wird, ist noch die ganze Spreu enthalten. Sie besteht hauptsächlich aus den Schalen der zerschlagenen Samenhülsen. Für den letzten Reinigungsgang wird hier die sogenannte Windmühle herangetragen. Wo sich der Auslauf für die gereinigten Samenkörner befindet, legt man ein Leintuch zurecht. Wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, kann die Maschine, die in anderen rheinischen Landschaften als Windfauche oder Wannmühle bekannt ist, mit einer Handkurbel in Betrieb gesetzt werden. Das oben eingefüllte Dreschgut läuft im Innern des Gehäuses über abwärts geneigte Rüttelsiebe und wird dabei vom Gebläse erfasst, das die leichte Spreu auf der Stirnseite herausbläst. An der Seite befindet sich eine Öffnung für die ganz gebliebenen Böllchen, die noch Samenkörner enthalten. Sie können nachgetrocknet und mit den Händen ausgerieben werden.
Die Verunreinigungen, die hinten mit dem Leinsamen herausfallen, lassen sich später mit einem feinmaschigen Handsieb leicht entfernen. Zum Aufschütten benutzt man das Simmer, das früher als Kornmaß diente. Über ein Zahnradgetriebe wird im Mühlenkasten ein hölzernes Flügelrad in Umlauf gehalten, das den Wind zum Ausblasen der Spreu erzeugt. Bevor die Dreschmaschinen mit selbsttätiger Reinigung aufkamen, wurde auch das Getreide auf der Windmühle gesäubert. Bei der Flachsverarbeitung benötigte man die sinnvolle Einrichtung bis zuletzt. Vor der Scheune hat man inzwischen das Fuhrwerk angespannt, mit dem die gestrefften Flachsbürden, die auf der Tenne bereit liegen, abtransportiert werden sollen. So, alles geladen. Gut, dann noch eine Kehr. Nein, Schule, das will. Herr Bruch, sagen wir doch. Ich will noch mal fertig werden. Um aus den Flachsstängeln den faserigen Bast zu lösen, aus dem man in mehreren Arbeitsgängen das spinnfähige Material zur Herstellung von Leinengarn gewinnt, müssen sie zunächst der feuchten Herbstwitterung ausgesetzt werden. Nach Möglichkeit sorgte man dafür, dass der von den Samenkapseln befreite Flachs noch am gleichen Tag hinauskam. Je früher dies geschah, umso eher konnte man mit den anschließenden Arbeiten beginnen. Die Helfer, die draußen gebraucht werden, begeben sich hinter dem beladenen Wagen durchs Dorf. Die Fahrkühe sind mit selbstgewebten Viehdecken aus Leinen vor der kühlen Witterung geschützt. Die Fahrt führt in die Wiesen vor dem Dorf, die sich am Rand eines kleinen Bachlaufs hinziehen. Hier hat man den am Vortag gestrefften Flachs bereits in langen Reihen ausgebreitet. Jetzt kann der Rest hinzugebracht werden. Man legt den Flachs auf der Wiese aus, damit die holzigen Stängel durch die wechselnde Einwirkung von Tau, Regen und Sonne ihre Festigkeit verlieren.
Bei diesem Verfahren, das man auf dem Hunsrück Rätzen nennt, lockern sich gleichzeitig die Bastfasern im Inneren durch Fermentation. Im früheren Textilgewerbe kannte man dieses Rätzen, das meist in den Mittelgebirgsregionen üblich war, auch als Tauröste. Wenn man abgeerntete Getreidefelder benutzte, sprach man auch von der Stoppelröste. In den niederrheinischen Flachsanbaugebieten brachte man die holzigen Stängel im Unterschied hierzu durch Einsenken in Wassertümpel oder Teiche zum Verrotten. So. Zum Rätzen auf der Wiese müssen die Flachshalme so dünn wie möglich auseinandergespreitet werden, damit sie ganz den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Man achtet darauf, dass die Reihen schnurgerade verlaufen. Beim Auslegen leisten die Männer die Hilfsarbeit, indem sie den Flachs in handlichen Mengen anreichen. Bis der Flachs durch die Tauröste die richtige Beschaffenheit für die Weiterverarbeitung gewonnen hat, muss er mindestens 2 Wochen Tag und Nacht draußen bleiben. An einem nebligen Morgen gegen Ende Oktober wird es Zeit, sich wieder um den ausgelegten Flachs zu kümmern. An der bleichen Farbe der Stängel kann man erkennen, dass der Rätsprozess seine Wirkung getan hat. Da es jedoch bisher kaum regnete, musste man häufig mit Wasser nachhelfen. Außerdem wird es nun erforderlich, die Flachshalme zu wenden. Auch diese Arbeiten werden von den Nachbarn gemeinsam ausgeführt, die hier mit den Wendestecken eintreffen. Ja, mein Harry war auch ganz schwer. Schon ganz gut. Mach noch mal, ja. Noch ein bisschen Menge. Die Reibe. Ach ja, ich sehe. Oh, der ist schon ganz schön, ja. Das Allerheilige ist immer fertig. Ja, ja. Das ist gut gemacht, Mann. Ja, prima, prima. Der hat ja auch ganz schwer gehabt. Ja. Blau und sonnenschein. Ich meine auch. Ja. So, mein Kinderwende. Ja, der ist gut. Bei der Probe hat sich herausgestellt, dass die zerriebenen Stängel den Bast bereits freigeben. Du tust erst. Dann mache ich hinten dran. Nicht so tief hinten dran. Nein. Dass du den mit den Beinen nimmst. Siehst du, das soll man nicht in die Hacke wenden. Nein, nein, ich warte noch ein bisschen, bis hier fort bist. Gut, dass da nicht so viel Luft ist. So, Liesel, dann darfst du kommen. Ja. Ja, geht noch. Los. Das geht, die kannst du noch um. Das ist noch nicht wichtig, dass ich an die Reihe komme. Ja, ich hab auch schon wieder Hunger. Ich hab mehr mitgenommen. Liesel, komm, lass mich nicht lernen. Ja, ja. Da legt man so viel durcheinander los. Ja. Damit man sich beim Flachswenden nicht gegenseitig behindert, arbeiten die Helfer gestaffelt hintereinander her. Auf diese Weise ergibt sich in den freigemachten Streifen auch der Platz, auf den die Halme aus den nachfolgenden Reihen umgelegt werden können.
Mit den zugespitzten und geglätteten Stecken kann man ganze Stängellagen erfassen und über die Wurzelenden zur anderen Seite wenden. Durch die Einwirkung des Wetters ist der Flachs so leicht geworden, dass man meinen könnte, ein starker Wind müsste ihn davontragen. Dies kann jedoch kaum geschehen, weil die Stängel von den Wurzelenden und den hindurchwachsenden Grashalmen auf der Wiese festgehalten werden. Beim Unterschieben des Wendestocks wird der Flachs aus dem Gras gelöst, das den Halt gibt. Am neuen Platz wächst es bald wieder durch die Stängellagen hindurch. Es zeigt sich hierbei, dass auch solch einfache Tätigkeiten wie das Flachswenden beim Rezen auf reichen Erfahrungen beruhen können. Wer das Ende der langen Flachsreihen erreicht hat, wendet sich wieder dem Anfang zu, um mit einer neuen Reihe zu beginnen. Ist am Ende. Ist am Ende. Ja, schon geschafft. Wir kommen auch noch dran. Um den auf der Wiese ausgespreiteten Flachs zu wenden, der in seiner Menge dem Quantum entspricht, das man früher im hauswirtschaftlichen Betrieb anbaute, braucht man den größten Teil des Vormittags. Für die gewerbsmäßige Flachskultur, wie sie am Niederrhein auf mehrfach größeren Flächen betrieben wurde, war die Tauröste allein schon wegen des großen Arbeitsaufwands ungeeignet. Wenn sich bei steigender Sonne zeigt, dass der Tag trocken bleibt, muss der Flachs mit Wasser begossen werden. Es hat gestern geregnet, dann kriegst du mir heute nicht zu gießen. Ja, ja. Die Gieße, die sind aber so schwer. Ja. Auch durch den künstlich herbeigeführten Wechsel von Wärme und Feuchtigkeit kann man bei mangelndem Regen zum gewünschten Erfolg kommen. Aus diesem Grund richtete man die Rezwiesen immer in der Nähe eines Bachlaufs ein. Voll. Gleich. Augenblick. Ja.
So, da haben wir noch mal. Oh, was haben wir? Lohn kriegt das mit Wasser zunächst, Herr. Da kehren noch ein bisschen wie weit dran. Mein Gott, noch einmal. Mit dem Schulterjoch können die benötigten Wassermengen verhältnismäßig leicht und andauernd transportiert werden. Ja, mach nicht so voll, die ist so schwer. Ja. Beim Übergießen muss der rätselnde Flachs so reichlich benetzt werden, dass das Wasser von den trockenen Stängeln aufgesogen werden kann. Wenn es beim Verdunsten durch die Poren wieder nach außen dringt, stellt sich die beste Wirkung ein. Beim Wasserschöpfen am Bach muss darauf geachtet werden, dass kein Schmutz in die Eimer gelangt, weil sich damit die Gießkannen schnell verstopfen würden. Auch das Flachsbenetzen bei schönem Wetter ist eine Arbeit, bei der die Familien in der Regel auf fremde Hilfe angewiesen waren. Wie bei fast allen übrigen Verrichtungen der textilen Hauswirtschaft wirken Frauen und Männer sinnvoll zusammen. Der Wasserträger hat alle Hände voll zu tun, das benötigte Nass herbeizuschaffen. Um die geleerten Gießkannen zu füllen, bewegen sich die Frauen ständig zwischen den Flachsreihen hin und her. Mit der Zeit, die man zum Rätsen des Flachses braucht, der Anfang Oktober gerupft und Mitte Oktober gestreift wurde, richtet man sich so ein, dass die anderen Arbeiten nach Allerheiligen anschließen können. Bevor auf dem Hunsrück das raue Winterwetter einsetzt, muss der gerätzte Flachs zu Bürden zusammengebunden und zur Brechkaul gebracht werden. Durch das Darren über dem Feuer und durch das Zerschlagen der holzigen Stängel auf den Flachsbrechen gewinnt man hier schließlich den rohen Bast, den man daheim beim Schwingen und Hecheln zur spinnfähigen Faser veredelt.